Ich wollte mir den eigentlich noch als lebendiges Schutzschild holen, aber so lebendig war er dann gar nicht mehr. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich bin gerade das zweite Mal dabei, diese Folge aufzunehmen. Ich habe die Mission, die da hinten zu starten ist, ich habe es schon mal gestartet gehabt. Ich habe es wieder abgebrochen, weil ich nach 5 Minuten gemerkt habe, dass der Spielsound nicht aufgenommen wurde. Zum Glück habe ich das gemerkt. Das ist nämlich jetzt der Anfang einer Aufnahmesession. Und es soll bitte niemand behaupten, ich würde für YouTube keinen Einsatz bringen. Weil zu dem komme ich persönlich hin und klatsche ihm eine. Ich bin jetzt eine Stunde rumgesessen, habe Verschiedenes mit dem Audiotreibern ausprobiert. Am Ende habe ich den Audiotreiber deinstalliert, wieder neu installiert und dann ging alles wieder. Was machst du denn da unten? Oh, Windows Farbschema. Ich glaube, ich spinne. Ich habe mir jetzt schon so eine Liste gemacht. In welcher Folge das Windows Farbschema kommt. Ich muss jetzt mal hier schnell aufschreiben. Na, Folge 30. Bei der anderen muss ich das nämlich ja noch rausfinden. So eine Kacke, echt. So, und jetzt starten wir nochmal die Hauptmission hier hinten. Wie heißt die IT-Party? Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Ja, die Boston Tea Party. Boston, 16. Dezember 1773. Mist, mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Okay, die Wachen erledigen. Wir können uns erstmal um die da vorne, würde ich sagen. So, kannst du dich mal ducken? Spinnst denn du? Okay. Ich guck mal aufs Waffenrad hier. Wurfpfeil, Giftpfeil, springen. Boah, in die Luft springen, oh mein Gott. Pferde, Geld werfen. Pistole macht zu viel Krach. Wurfpfeil. Das können wir jetzt mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Wie werfe ich denn das Ding? Aber ich habe doch den Wurf. Ja, okay, das geht wahrscheinlich bloß an bestimmten Dingern. Ich habe jetzt seit 23 Tagen nicht mehr. Hoppala, das war falsch. Das kommt nach oben. Und die Pistole kommt wieder auf uns. Soll ich jetzt einfach hinrennen und die fertig machen? Machen wir einfach mal. So. Nein, jetzt nicht so. Dann machen wir. Hallo! Bitte wieder hoch. Dankeschön. Ja. Du bekommst noch dein Fett weg. Move. So. Das haben die ja nicht gemerkt da hinten. Ne? Sollen wir jetzt darüber? Ich hoffe es mal. Meine Freunde stehen immer noch hier.
und warten darauf, dass ich die Ziele eliminiere. Könnten ja auch mal mithelfen. Dann wird es schneller gehen. Meint er nicht? So, das war der erste. Hallo. Genau. So. Aua. Ich wollte mir den eigentlich noch als lebendiges Schutzschild holen, aber so lebendig war der dann gar nicht mehr. Na, kommt er. Okay, ich kann es auf jeden Fall noch. Nach zwei, nach dreiwöchiger Spielpause eigentlich. Nein, genau. Hier kommst du. Ja, ist ja gut. Ihr kommt alle mal dran. Ja, menschliches Schutzschild. Dankeschön. So. Da habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Messer-Tomahawk-Kombination liebe. Da sind doch gerade zwei Menschen gespawnt. Soldaten! Wir müssen sie im Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Mach's fertig, Junge. Objekt aufheben. Achso, ich kann sie nicht rüberwerfen. Oder was? Oder wie? Objekt aufheben. Ach, Objekt werfen. Okay, gut. Ja. Hier war doch jetzt gerade irgendeiner. Nee, da war keiner. Okay. Dann mal schnell. Weg damit. Gott, sind das viele. Schaut mal die Nebenmission an. Rotröcke ins Wasser werfen, auch geil. So. Da noch einen. Ja, komm, geh, heb auf. Ich will die Nebenmission haben. So. Alt, da war ich jetzt zu langsam. So eine Scheiße. Naja. Die über Bord geworfen. Kann ich denen so helfen, wenn ich hier... Halt. Na, ich drücke immer auf falsche Taste. Ja, anscheinend können wir ihnen hier so helfen, wenn wir hier den Tee über die Bord schmeißen. Aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und das hier ist irgendwie wie... das erinnert mich an Obelix. Gegen die Römer. Oh, Asterix darf ich doch. So in der Art. Ja, der weg. Ah, wir haben aber hier gut Unterstützung. Durch die... Ach nee, Leute. Nee. Jetzt habe ich doch eine halbe Stunde lang Performance-Tests gemacht. Mit dem Spiel hier. Aber das sind zu viele Menschen wieder. Aber zu heiß kann es heute auch nicht sein. Es ist 9 Uhr abends. Ich habe sogar einen Ventilator im Zimmer stehen. Der hier alles kühlt. Nee, warte. Da hinten kommen mehrere. Darauf sollte ich mich konzentrieren. Halte den Bastard auf, ja. So, dabei helfen die Teekisten, das Wasser zu werfen. Ah, der war blöd. Na, kill it. With your
Ja, Tomahawk. Oh, wir sind ihm in den Rücken gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, fall runter. Naja, ist ja wurscht. 95 von 100. Am T ist über Bord. So. Du kommst nachher. Du und das war's. Es ist vollbracht. Die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. Also, was mich ja wundert, ist, dass die hier alle so gerade Zähne haben. Wenn ihr mal auf die Zähne schaut. Die haben alle so steif gerade Zähne. Alter, das ist ja schon überall auf der niedrigsten Qualität. Ich wollte noch ein bisschen runterschrauben, aber da geht ja gar nicht. Ich meine, bei uns heute brauchen von 10 Kindern 9 eine Spange. Also, schätze ich jetzt mal. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Und dann kommen die hier mit so geraden Zähnen, dass es keinen Morgen mehr gibt. Was war jetzt die Mission? War jetzt die Mission beendet? Weil dann, wenn wir gerade schon in der Nähe sind, ne, können wir mal schnell was machen. Ja. So, also damit wäre die Boston Tea Party auch erledigt. Also da wurde mal wieder ein reales Ereignis in Assassin's Creed umgesetzt. So, jetzt wie komme ich da am besten hoch, ohne gesehen zu werden? Weil hochkommen alleine ist nicht das Problem. Hochkommen ohne gesehen zu werden ist das Problem. So, das dürfte hier aber ganz gut zu machen sein. Ja, das ist hier nicht sehr gut zu machen. Ich glaube, er sieht mich nicht mehr. Okay. Wie mache ich das jetzt nochmal? Hoppala. Alter, das war ein Headshot, mein Freund. Mein Freund, das war ein Headshot. Sowas kriegst du nicht einfach weg. So steckt man nicht einfach weg. Auch nicht, wenn man ein Rotrock ist. Vor allem nicht, wenn man ein Rotrock ist. Ja. Na komm, geht auch. Ich brauche bloß diesen Almanachen hier und dann bin ich auch schon wieder weg. So. So. Verstehe das Wirbel. So. Ich brauche Gelände, das nicht überwacht wird. So, jetzt bin ich wieder inkognito, glaube ich. Hoffe ich. Dann können wir mal weitermachen. Haben Sie
unendlich viele Befreiungsmissionen. Wir haben aber sonst nichts. Oder? Wir haben hier zwar diverse Hafenmeister. Aber haben wir hier irgendwo eine Hauptmission nicht, oder? Ich kann auch hier bestimmt aus der Karte rauszoomen. Also weiter rauszoomen, genau. So, hier Ostküste. Hallo? Musste jetzt irgendwo wieder reinzoomen können. Okay. Ich kann aber nirgends mehr wieder reinzoomen, Alter. Was ist das denn? Verarschen. Strange. Wenn ich jetzt die Karte wieder aufrufe, ja, jetzt geht's wieder. Aber hier, wenn ich draußen bin, kann ich nicht wieder reinzoomen. Aha, Fehler im Spiel, würde ich mal sagen. An was für einer. Also, was machen wir denn jetzt? Befreiungsmission, Auftrag. Wir haben jetzt keine Mission mehr. Kann das sein? Wir machen mal eine Schnellreise zu dem Hafenmeister. Ich meine, das ist irgendwie komisch. Halt, wo war er jetzt? Tumult anzetteln. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Ach, wie geil! Jetzt haben die einen Hals. Ja, jetzt verpisst euch da hinten. Oh! Halt! Für die gibt's aufs Maul jetzt, oder was? So. Aber das war's schon wieder. Oh, mal ganz nett. Fort Walscott. Jagd. Boston. Grenzland. Was ist das da? Ein Geheimnis versenken. Okay. Fort Walcott. Okay. Wo war jetzt unsere Basis? War hier Davenport-Siedlung, oder? Ich glaube, das war unsere Basis. Na? Huch! Da hat er sein Ding abgelegt. Da hat er wohl seinen Ding... Ahaha, Hauptmission, Hallöchen. Aber wir machen erst das nächste Mal weiter, hier bei Let's Play Assassin's Creed 3. Aber das nächste Mal machen wir höchstwahrscheinlich nicht die Hauptmission, sondern wir machen dieses Fort Walcott. Oder so. Ja, wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.